Das Schweizerische Bundesamt für Landestopographie hat seine Karten-App rundum erneuert. Welche neuen Features diese App beinhaltet, zeigen wir euch in diesem Video. Das Herzstück der App ist und bleibt natürlich das Kartenmaterial, welches es hier in verschiedenen Layern gibt. Unter diesem Button sehen wir hier Karten fürs Wandern, fürs Fahrradfahren, für den Schneesport, für die Luftfahrt, Historisches oder für die Profis, wenn sie es genau wissen wollen. Wir haben uns jetzt für eine Wanderkarte entschieden und möchten vom Uetliberg ins Berggasthaus Udo Staffel spazieren. Unser Ziel suchen wir anhand der Adressleiste. Und wenn wir hier fündig geworden sind, gehen wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Der wird hier mit einem blauen Punkt angezeigt. Wir führen einen Long Press aus. Wir drücken auf Tour. Wir gehen zurück zu unserem Ziel, machen einen Long Press darauf. Und nun zeigt uns die App mittels dieser roten Linie genau an, wo wir entlang wandern müssen. Zur Sicherheit können wir diesen Kartenausschnitt jetzt auch noch offline verfügbar machen, sollte unterwegs das Telefonsignal ausfallen. Wir scrollen hier hoch bis zum Reiter Offline, drücken hier auf diesen Pfeilbutton, Karte laden und schon können wir jederzeit über diesen Kartenausschnitt verfügen. Der Begleitmodus zeigt uns genau, welche Teilstrecke wir schon hinter uns haben und welche Teilstrecke noch vor uns liegt, indem er hier die rote Strecke in grau umwandelt. Wir sehen vor uns jetzt eine Sitzbank und wir wollen uns die merken, dass wir die später vielleicht wiederfinden. Und dafür gibt es die Point of Interest Funktion. Wir führen einen Long Press auf unseren Standort aus, drücken dann hier auf die Sterntaste und können diese so abspeichern. Wenn man übrigens eine Ungenauigkeit im Kartenmaterial entdeckt, kann man das direkt an SwissTopo melden. Wir führen einen Long Press an der entsprechenden Stelle aus, tippen auf die drei kleinen Punkte hier, wählen dann Änderung erfassen, dann auf Erfassen und können hier in aller Genauigkeit aufschreiben, was genau das Problem ist und dann hier auf Senden drücken. Danach kann SwissTopo darauf reagieren. An diesem Aussichtspunkt würden wir jetzt gerne wissen, wie die Hügel um uns herum heißen. Dazu tippen wir einfach auf diesen Berg-Button und schon wird über AR die Namen dieser ganzen Hügel angezeigt. Wir können nun über diese Pfeile langsam nach oben wischen und schon sehen wir das Ganze aus der Vogelperspektive in 3D. Wenn wir uns jetzt hier wieder weiter nach unten bewegen, sehen wir anhand dieser roten Linie unsere vor uns liegende Wanderroute. Wir haben das Ziel unseres Ausflugs nun erreicht und wollen zurück. Auch dafür gibt es eine Funktion in der App. Wir tippen hier auf den kleinen Bleistift-Button, dann hier auf den Tour-Wenden-Button und die ganze Route wird gedreht. Allerdings möchten wir jetzt noch ein bisschen was anderes sehen und deshalb verschieben wir die Route und die App schlägt uns automatisch einen anderen Wanderweg vor. Wir tippen auf OK und nehmen den Weg unter die Füße. Übrigens, wenn man die Wanderroute mit seinen Freunden teilen will, kann man das über Instagram tun. Wir scrollen hier hoch, tippen auf als Story teilen, wählt zwischen Cover, Karte oder Profil. Dann tippt man hier nochmal auf Story teilen und schon erscheint das in Ihrer Instagram Story.